herzlich willkommen im Arcada Club. Heute machen wir was ganz Spannendes. Wir werden was programmieren, obwohl wir überhaupt keine Ahnung von der Programmierung haben oder die Programmiersprache kennen. Klingt aufregend, ist es auch tatsächlich. Und wir machen Folgendes. Wir werden ein Programm schreiben, auf das wir Fotos werfen können. Und diese Fotos werden automatisch per E-Mail verschickt. Wir müssen also kein E-Mail-Programm öffnen, gar nichts. Wir haben auf unserem Schreibtisch so ein Programm dann liegen, schieben Foto drauf und ab geht's. Also, darum geht's. Und wer Lust hat einzusteigen, wir starten mit dem Programm, was wir dafür zu brauchen. Und das nennt sich Automator. Das ist das Programm, das auf jedem Mac mit installiert ist, aber keiner kennt es. Also zumindest die wenigsten von euch wahrscheinlich. Und wir rufen es einfach mit der Spotlight-Suche auf, geben Automator ein, starten es. Und dann öffnet sich hier dieses Programm. Es fragt jetzt, was wir machen wollen. Und wir wollen ein neues Dokument erstellen. Und sobald wir das machen, werden wir gefragt, was soll denn dieses Dokument können oder machen? Und was für eine Art von Dokument ist es? Und es ist ein Programm. Wir wollen wirklich ein Programm programmieren. Ja, deswegen klicken wir hier Programm an und sagen auswählen. So, und jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Und das sieht erstmal richtig wahnsinnig aus, was wir alles machen können. Ich schalte das mal auf die Vollbildgröße hier, sodass wir hier schön eine Übersicht bekommen, was wir haben. Links sehen wir nämlich die ganzen Programme, die uns Funktionen zur Verfügung stellen. Und hier in der Spalte sehen wir die ganzen Funktionen. Und hier in der rechten Spalte programmieren wir uns jetzt unser Programm. Ganz einfach, indem wir Dinge da hinschieben. Zunächst einmal brauchen wir etwas, was das Objekt abfragt, was wir da drauf schieben. Wir schieben ja Fotos auf unser Programm und das müssen wir abfragen. Und das sind die angegebenen Finder-Objekte. Die fragen wir ab, also schieben wir das einfach hier hin. Und ihr seht, wir haben jetzt hier so einen Programmbaustein schon eingefügt. Das ist er im Endeffekt, ja. Und dann wollen wir eigentlich noch die E-Mail erstellen. Also klicken wir hier auf das Mail-Programm und gucken mal, was uns dieses Mail-Programm hier zur Verfügung stellt an Funktionen. Und da ist hier zum Beispiel eins, neue E-Mail. Und jetzt schiebe ich das hier nochmal rein. Neue E-Mail schiebe ich hier rein. Und ihr seht jetzt, wie der Programmablauf läuft. Hier ist das erste Objekt. Wir haben die Objekte abgefragt. Dann erstellen wir eine neue E-Mail. Und da können wir auch schon mal sagen, an wen wir die schicken wollen. Die schickt man nämlich an den Arcada Club. Ja. Da könnt ihr fest eingeben, an wen diese E-Mails verschickt werden sollen. Ihr könnt auch einen Betreff eingeben, neue Fotos. Ja, und dann hallo, hier sind neue Fotos. So, da habt ihr schon mal so einen kleinen Text, den ihr vorschreiben könnt. Da müsst ihr nicht jedes Mal diesen Text schreiben. Ja, und dann müssen wir jetzt eben noch die Objekte anhängen. Da müssen wir mal gucken. Und das steht hier, Anhänge zur E-Mail im Vordergrund hinzufügen. Das machen wir als nächstes. Also die fügen wir noch hinzu. Und das sind diese, die wir hier oben aus den Finder-Objekten her bekommen. Also das ist im Grunde genommen der Ablauf. Und dann müssen wir die ganze E-Mail noch verschicken. Das machen wir mit E-Mail senden und die dann verschicken. So, da müssen wir hier wieder gucken, dass wir das hier so einigermaßen treffen. Da haben wir es hinzugefügt. Und jetzt gucken wir uns das Programm mal an, von Anfang an. Hier steht, das Programm empfängt Dateien und Ordner als Eingabe. Und diese Finder-Objekte, die wollen wir abfragen. Dann werden sie weitergegeben an das E-Mail-Programm. Wir schreiben nämlich dann eine neue E-Mail mit den Daten. Dann hängen wir dort die Daten, die Objekte dran, die wir abgefragt haben und verschicken die E-Mail. Ja, und das war's. Jetzt können wir das Ganze speichern, machen wir auch. Wir sichern das Ganze mal. Dann werden wir nach einem Namen gefragt und einen Ort, wo wir das speichern wollen. Und wir legen es uns mal auf den Schreibtisch und sagen Fotos versenden. So nennen wir dieses Programm. Ja, wir sichern es. Und jetzt beende ich den Automator mal. Und ihr seht, hier habe ich jetzt dieses Programm. Ich schiebe es mal hier hin. Da ist mein Programm Fotos versenden. Und hier habe ich zum Beispiel ein paar Fotos. Und jetzt schiebe ich einfach mal zwei dieser Fotos mit gedrückter Maustaste auf das Programm. Ja, und wenn alles gut läuft, öffnet sich ein E-Mail-Programm. Habt ihr gesehen, hat sich geöffnet, alles wird angefügt und schon verschickt. Ja, und wir gucken jetzt mal, die E-Mail müsste ja jetzt auch zu mir kommen, wenn ich hier auf Empfangen klicke. Und er sendet sie gerade noch. Wir sehen es hier unten, 6,1 MB. Ist also noch recht groß, was da verschickt wird. Müssen wir ein bisschen Geduld haben. Aber hier kommt sie schon an, weil wir sie an uns selbst geschickt haben. Und da sind die Fotos enthalten und der Text, den wir da reingesetzt haben. Ja, und das war's im Grunde genommen. Also eine sehr einfache Routine, die wir da programmiert haben, die automatisch Fotos versendet an einen bestimmten Empfänger. Ja, und wir können den Automator jetzt nochmal starten. Ich mache das nochmal. Und dann können wir hier auch ein vorhandenes Programm nochmal öffnen, wenn wir beispielsweise noch was verändern wollen. Wenn wir zum Beispiel an jemand anders das Ganze schicken wollen oder einen anderen Text da reinschreiben wollen. Ja, also das zeigt mal, wie mächtig dieses kleine, gut versteckte Programm ist, was man am Mac hat.
Und damit lassen sich viele, viele Sachen machen. Also es gibt ganze Arbeitsabläufe, die man damit automatisieren kann. Aber das fand ich jetzt so ein kleines, schönes Beispiel, um euch mal zu zeigen, was damit möglich ist. Spielt vielleicht einfach ein bisschen mit rum. Was ihr da so an Funktionen entdeckt, müsst ihr mal ausprobieren. Wir werden da sicherlich noch hin und wieder mal einen Kurs zu machen, weil es wirklich tolle Sachen damit machbar sind. Aber das soll es jetzt erstmal für diesen Teil gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei uns im Club. Und wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, dann kommt regelmäßig auf unsere Webseite www.arcada-club.de. Dort geben wir auch bekannt, wenn wir wieder unsere Live-Sendungen starten. Und ihr könnt auch den YouTube-Kanal abonnieren. Dann bekommt ihr auch immer einen Hinweis, wenn wir hier neue Videos einstellen. Dort könnt ihr auch die Videos kommentieren und auch Fragen stellen. Ja, und das war's schon. Und weiterhin viel Spaß mit euren Geräten.